Heute ist Donnerstag und Svenja hat entschieden, dass wir abreisen. Nein, wir haben alle zusammen entschieden, dass wir heute zusammenpacken und wieder Richtung Norden fahren. Aber wir gehen noch in 1, 2, 3, 4 Tagen ein bisschen Italien anschauen. So geht es weiter. Oh, bis auf die Bikes sind schon alles zusammen. Sascha ist noch in den letzten Schritt. Sascha! Iu! Habt's? Habe! Habt's? Es hebt! Ihr habt jetzt gerade gesehen, wie man auf Italienisch auspackiert. Leider hatte ich nicht das Ganze drauf. Aber einen kleinen Teil davon haben wir gesehen. Und wir gehen jetzt einkaufen. Weiter Richtung Pisa. Wir sind jetzt einkaufen. Wir haben den halben Laden noch dreckig gemacht mit Heidelbeeren, die ausgefallen sind. I'm sorry. Und wir fahren jetzt weiter, zuerst noch tanken und dann gehen wir Richtung Torre Pendente, Camping Village in Pisa. Steuern wir mal an, um zu schauen, vielleicht hat es noch Platz für uns. So, Tank ist voll. Weiter geht's Richtung Pisa. Wir sind in Pisa angekommen. Und sind jetzt gerade etwa dreimal an drei Fahrten gefahren. Vom Camping, aber jetzt haben wir es gefunden. Es ist auch nur so klein angeschrieben. Genau, und da stehen aber ziemlich viele Leute an. Unter anderem wahrscheinlich die ersten Schweizer, die heute Richtung Italien abgerasselt sind. Genau, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein Plätzchen bekommen. So, kaum angekommen. Zack, schon aufgestellt. Schon Bier. Svenja sagt, eins ist keins, wegen dem sind wir schon im zweiten. Bier Amoretti. Salute. Nach ausgedehntem Apero gehen wir jetzt auf Pisa rein in die Stadt und wir nehmen euch mit. Jetzt sind wir angekommen in Pisa. Wir sind schon ein bisschen rumgefahren, rumgelaufen und schon ein bisschen Tourikram gemacht. Schon das eine oder andere eingekauft und jetzt ist es Zeit für einen Kaffee. Jetzt sind wir hier ein bisschen in ein Strössli hintergefahren und wie kann es auch anders sein, sind wir wieder am Essen und am Trinken. Hallo, Vino! Wir fahren durch die Straßen von Pisa. Irgendwie durch alle Einbahnstrassen, aber ich glaube, die Strassenschilder sind hier in Italien eh nur eine Empfehlung. Das
Zurück auf dem Campingplatz. Mit viel Eindrücke und Hundemiet sind wir jetzt retour. Und Pisa war wunderschön. Einmal Bikes abgeschlossen auf dem Campingplatz. Und sie? Hey, tschau zusammen. So, jetzt gehen wir ins Bett. Gute Nacht aus Pisa.